Und herzlich willkommen zu Penumbra Ouvertüre mit dem alten Mann von den Schlaftabletten, der das Spiel nicht kennt. Ich habe mir zwar ein bisschen mal was dazu angeguckt bei einem Let's Player, aber da ich da nichts erkennen konnte, habe ich da glaube ich nur ein oder zwei Folgen von gesehen und dann nichts mehr, weil ich das blöd fand. Batterien. Was ist das? Steelback-Generator Typ 7G. Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Gerätes aus der Typ 7-Produktreihe. Wir sind uns sicher, dass Sie mit dem neuen benzinbetriebenen Notfallsystem zufrieden sein werden. Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Besonderheiten des Steelback-Generators Typ 7G präsentieren. Verschleißreduzierung durch Einsetzen des Kurbelmotors durch eine batteriebetriebene Einheit. Verringerung des Austritts von Schmiermitteln dank neuen Schmiermittelkontrollsystem. Geringe Anschaffungskosten durch Reduzierung der elektrischen Isolierung beim 7G-Basismodell und vieles mehr. Schnellstartanleitung. Stellen Sie sicher, dass sich in der Umgebung des Steelback-Generators Typ 7G für den Fall einer Überhitzung keine weiteren Gegenstände oder Personen befinden. Toll! Richten Sie den sekundären Kreislauf durch das Drehen des Ventils ein. Aktivieren Sie das Kühlsystem, um eine Überhitzung vorzubeugen. Lassen Sie so lange überschüssigen Dampf ab, bis die Druckanzeige einen sicheren Betrieb der Anlage anzeigt. Kontrollieren Sie den Schmiermittelstand und stellen Sie sicher, dass kein Schmiermittel austreten kann. Richten Sie den primären Kreislauf durch Drehen des Hauptventils ein. Betätigen Sie den Hauptschalter, überprüfen Sie den Energieausstoß. Ihr neuer Generator ist nun in Betrieb. Oh Gott! Ah! Was? Verstehe nichts. Fühlt sich an, als würde ich für kurze Zeit meinen Körper verlassen, aber nicht wie eine Nahtoderfahrung, eher wie ein Teleport an einem anderen Ort. Was sind das bloß für Dinge? Woher weiß der, wie sich... Ich drücke mal auf Escape, ich weiß, dass das falsch ist. Wie sich eine Nahtoderfahrung anfühlt. Vom Aussehen her schätze ich, dass dieses Ding als Steuergerät für den Generator dient. Das ist eine Kurbel. Es ist kalt und verrostet. Rost mag tatsächlich das Einzige sein, was hier unten all die Jahre überlebt hat. Eins. Zwei. Wasser. Drei. Das weiß ich gar nicht. Soll ich erkennen? Was bedeutet das? Keine Ahnung, was das darstellen soll. Das könnte das Symbol für Schmiermittel sein. Symbol für Wasser. Das Symbol ist kaum noch zu erkennen. Vielleicht finde ich durch Rumprobieren was aus. Das ist die 2. Das könnte ein I sein. Das ist eine römische 1. Na gut. Wir müssen wohl diesen Generator in Gang bringen. Was ist denn das für ein Loch? Die Wände dieses Lochs haben nicht die gleiche Struktur wie die anderen Schächte. Schaut aus wie von Hand gegraben. Aber weshalb? Das ist doch nicht gegraben. Mann, ey. Da geht eine Leiter runter. Aha. Wir gucken jetzt erstmal hier oben rum, Und das ist der Generator. Dieses Ding ist gigantisch. Obwohl der Generator schon recht alt ist, muss er die 3,5 Megawatt erzeugen können. Grob geschätzt, damit lassen sich einige Glühbirnen betreiben. So viel ist sicher. Hier schaltet man den ein. Ja. Ich glaube ja nicht, dass das schon geht. Aber wir können ja mal in die Notizen schauen. Betriebsanleitung. Seite 2. Richten Sie den sekundären Kreislauf durch Drehen des Ventil ein. Den sekundären Kreislauf. Von 1 und 2 steht hier nichts. Kann man denn hier dran drehen? Lassen sich bewegen. Hier passiert nichts. Und wenn ich den Hebel betätige, wird natürlich auch nichts passieren, weil wir müssen ja eh in das Loch. Aha. Hat er eine Notiz notiert? Der Startmotor keine Batterie hat. Wo ist denn der Startmotor? Da hatte ich doch geguckt, da waren nur Schläuche. Hier ist nichts. Hier ist noch eine offene Klappe. Kann man da was? Ah, hier kann man was sehen. Schauen wir industrielle Sicherungen aus. Aha.
Na gut, dann gehe ich mal in das Loch. Bleibt mir ja eh nichts anderes übrig. Wenn ich da hinkomme. Ja, geht. Das geht ganz schön runter. Aha. Jetzt habe ich hier ein Loch. Ich habe ja eine Spitzhacke. Oh. Oh. Ich weiß noch nicht. Sollte ich denn jetzt hier runterkriechen? Macht ja eigentlich wenig Sinn. Die Kiste lag da auch. Keine Ahnung. Man kann sich hier frei umschauen. Ja, vielleicht muss ich auch erst noch weiter alles untersuchen, um hier. Hier wird wohl ein Zündfunke für den Startmotor ausgelöst werden. Ich schätze, dass ich ohne Batterie nicht weit komme. Wir brauchen eine Batterie. Die befindet sich bestimmt hier irgendwo in den Gängen. Bin ich mir ganz sicher. Ja, hier ging's raus, ne? Da habe ich die Spitzhacke. Wer weiß, was hier unten rumkriecht? Außer ich. Habt ihr das auch gehört? Das kam von da. Da will ich nicht hin. Hier ist wieder eine Gasflasche. Ich gehe mal. Da geht eine Treppe hoch. Ich will mal in dieses Licht aufstehen. Zwei. Ah. Zwei. Notfallhinweise. Im akuten Notfall werden alle Minenarbeiter gebeten, sich strikt an die vorgegebenen Anweisungen zu halten, die im ausgehändigten Fallblatt vermerkt sind. Rettungseinheiten werden umgehend von der Aufsicht informiert. Es besteht keine Notwendigkeit, die eigene Sicherheit durch unbedarfte Rettungsversuche zu gefährden. Diese Informationsbroschüre ist für den unwahrscheinlichen Fall gedacht, dass Sie in einem Abschnitt dieser Mine durch einen Einsturz eingeschlossen werden und keine Möglichkeit haben, mit ihrem Vorgesetzten oder den Rettungskräften in Kontakt zu treten. In dieser Situation sollten Sie Folgendes beachten. Erstens, überprüfen Sie, ob Ihre Umgebung vor weiteren Einstürzen sicher ist, indem Sie vorsichtig das Gestein abklopfen und begutachten. Zweitens, überprüfen Sie, ob ein Kommunikationsgerät in Ihrer Nähe befindet. Überprüfen Sie, ob sich... Ach so, Entschuldigung, das habe ich überlesen. Drittens, sollten Sie kein solches Gerät zur Hand haben oder das Gerät defekt sein, so versuchen Sie, den Rettungskräften durch Klopfzeichen eine Nachricht zu übermitteln. Diese können Sie so schnell lokalisieren und sich den Weg zu Ihnen bahnen. Morsezeichen. A, B, C, D, E, F, G, H. Morsezeichen. Mhm. Das hat doch bestimmt noch was zu sagen. Ach du Kacke. Morsezeichen, was ist das? Was ist das? Was zu essen? Fuse. Fuse. Da steht 50 Ampere Sicherung, aber die Schachtel ist leer. Nur der Inhalt liegt hier wahrscheinlich irgendwo noch rum. Ja. Ich sehe hier aber nichts. Da ist noch so eine Flair. Meine. Der Inhalt liegt hier. Da oben ist was. Oh. Dort ist die Sicherung. Wie komme ich da ran? Wir nehmen eine Kiste. Wir nehmen noch eine Kiste. Wir springen auf die Kiste.
normale 5, so. Ich habe eine Patschhand. Ich habe die Sicherung. Die Sicherung haben wir schon mal. Gut. Das ist schön. Oh. Bocke. Hacke. Da gehe ich noch nicht hin. Da habe ich Angst. Da hat's gebrüllt. Da ist noch eine Tür. Da ist ein Container. Hier ist nichts. Da gucken wir mal rein. Da ist nichts. Schön schleichen. Da sind wir nämlich leise. Ach, das sind nur die Funkgeräte hier. Hier sind Kommunikationsgeräte. Ein Zettel. Jungs, ich würde ja persönlich zu euch runtersteigen, aber momentan... habe aber momentan wichtigere Dinge zu tun, als ständig zu kontrollieren, ob ihr eure Arbeit auch richtig macht. Klar, ihr haltet dort unten zusammen wie Brüder, spielt auch euch gegenseitig kindische Streiche und habt euren Spaß, solange ihr euch auf eure Kosten amüsiert. Kein Problem. Wenn ihr jedoch mit euren Späßen einbeziehen solltet, dann könnt ihr verdammt schnell ein Problem bekommen. Ich weiß, es ist verdammt schwer, sich dort unten bei Laune zu halten. Trotzdem, ihr wisst doch, dass Penrose bereits genug Komplexe aufgrund seiner Körpergröße hat. Seinen Generator zu sabotieren und alle Ersatzsicherungen im höchsten Fach des Regals zu verstecken, war eine fiese Sache. Das ist euch doch allen klar, oder? Weiter im Text. Jones, ich will, dass du dich an die Inventur machst, und zwar fix, und den Rest von euch sage ich, reißt euch zusammen und macht eure Arbeit. Ach ja. Noch etwas. Mir kam zu Ohren, dass ein weiteres Funkgerät verschwunden sein soll. Weitere Diebstähle werde ich nicht tolerieren. Das ist mittlerweile kein Kavaliersdelikt mehr. Und wie immer will es niemand gewesen sein. Ihr sollt doch eigentlich immer mit euren Partnern zusammen dort unten arbeiten. Wie kann dann ein Funkgerät verschwinden, ohne dass es jemanden auffällt? Wenn ich den Langfinger erwische, dann fliegt er in hohen Bogen raus in den Schnee. Soll er doch sehen, wie er dort draußen zurechtkommt. Howard. Minenvorarbeiter. Der ist sauer. Funkzubehör. Wozu? Ich bin ja nicht in Funkreichweite. Na, da ist ein Funkgerät. Wir haben ein Funkgerät. Morsezeichen. Oh, mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Ich habe mir das mal notiert. Inventar. Notiz. Notiz? Notfallhinweise? Nein. Nein. Da. 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also die 5 Punkte sind eine 5. Das sind diese kurzen Zeichen. Ich hoffe, das ist so richtig. 2 Striche sind ein M. 3 Punkte sind ein S. Das weiß ich sogar noch. Punkt, Punkt, Strich, Strich. Punkt, Punkt, Strich, Strich. Punkt, Punkt, Strich, Strich. Ich sehe dich nicht. Punkt, Punkt. Ja, das ist ja jetzt ein Ding. Punkt, Punkt. So, das ist jetzt das Ende. 1, 2, 3. Düt, düt. Das ist eine 8. Dann ist das kein M, dann ist das 2 Striche und 3 Punkte. Gibt's sowas?
zwei Striche und drei Punkte. Das ist eine 7. Kurz, kurz, lang, lang. Da fehlt mir ein Punkt. Also 5, 7, 3, 8. Wozu immer das gut ist. 5, 7, 3, 8. Hört das jetzt auch mal wieder auf? Wahrscheinlich erst, wenn wir hier rausgehen. Diese Radiozeitersatzteile sehen noch nicht so als alt aus, als ob sie erst vor kurzem hier hingelegt wurden. Da oben ist nichts, das ist ein Lautsprecher. Hier hinter ist auch nichts. Hier habe ich einen Zahlencode erfahren. Ach, der kommt hier raus. Da aus dieser Box. Gut. Ach so, geht die ja auf. Hocke. 2. 5, 7, 3, 8. Jetzt ist nur noch die Leiter da oben. Da kann man aber auf die Plattform rauf. Ich höre hier auch was. Hier ist wieder ein Vieh. Da, guck, da ist eine Töle. Die hat hier so rumkrakeelt. Und die kommt dann raus, wenn ich da... Also habe ich jetzt hier nur die Sicherung gefunden. Wir wollen den mal nicht unnötig provozieren, den Hund. Oh, mein Auge juckt. Oh. So, jetzt ist besser. Hier war ja auch nichts weiter. Da war nur die Sicherung. Mehr gibt's hier nicht. Und Propangasflaschen. Was kann man mit den Flaschen machen? Ach so, dann muss ich erst wieder... Und dann kann ich weiter. Na gut. Dann gehen wir mal zum Generator. 5, 7, 3, 8. Huch. Das war eben ein komischer Effekt. Ob ich hier... Was ist das? Eine Art Schutzglas. Ich frage mich, wovon man geschützt werden soll. Na, von dem Generator hier, wenn der läuft. Die Sicherung kommt bestimmt da unten rein. Ich nehme mal an, das ist ein Übersetzungsfehler. Und... Irgendwo kommt hier die Sicherung rein. Aber hier sieht es nicht so aus, als ob hier eine fehlt. Ich könnte sie mir ja mal ins Inventar legen. Auf die 7. Dann werden wir sehen. Huch. Himmel, was habe ich mir nur dabei gedacht? Hier wird wohl ein Zündfunken. Ich schätze, dass es ohne Batterie geht das nicht. Hä? Hä? Ach, hier steht Batterie. Habe ich die 7 denn noch? Da unten? Nun, für Ersatz zu sorgen, scheint mir nicht notwendig zu sein. Diese Sicherungen sind in einem guten Zustand. Ich bin etwas ratlos. Ich habe ja keine Batterie gefunden. Muss ich da zu dieser Höhle gehen? Na gut, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dann. Tschüss.